Das Gefängnis der DDR-Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen. Für ehemalige Inhaftierte ein Ort des Grauens. Mit Isolationshaft und Schlafentzug wurden die Gefangenen gefoltert. Auf Stadtplänen war das Areal als weißer Fleck getarnt. Mit einer spektakulären Aktion will der ehemalige Stasi-Häftling Karl Wolfgang Holzapfel jetzt ein Zeichen gegen das Vergessen setzen. Eine Woche lang wird der 65-Jährige sich in einer Zelle einschließen lassen und die Qualen von damals öffentlich machen. Wenn Sie so eine Aktion machen, dann ist es natürlich wichtig, dass wir dann eine Form finden, den Zuschauer mitbekommen zu lassen, was geht in so einem Menschen vor, was passiert da. Und dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir die Form des lauten Denkens wählen. Ich werde auch zum Beispiel sicher ab und zu eine Sequenz aus den Vernehmungen wiedergeben, indem ich praktisch in beide Rollen schlüpfe. Das wird dann so sein, dass ich mit dem Rücken zur Kamera sitze und dann praktisch die Stimme des Vernehmers und meine Stimme dann erklingen lasse, sodass man da auch in etwa nachvollziehen kann, was damals passiert ist. In historischer Häftlingskleidung von damals bezieht Holzapfel seine Zelle mit gemischten Gefühlen. Ratlosigkeit, so ein bisschen die Erinnerung an die Verzweiflung, die mich im ersten Moment gepackt hat. Der Zweifel, war das alles richtig, was du gemacht hast? Und dann aber natürlich auch irgendwo dann nachher die Überzeugung, das ist der Weg, den du gewählt hast und den wirst du gehen. Die Aktion der Künstlerin Franziska Wu kann rund um die Uhr im Internet verfolgt werden. In der 3x4 Meter großen Zelle befinden sich Holzpritsche, Stuhl und Tisch. Auch feste Essenszeiten und die Regeln aus dem damaligen Alltag werden eingehalten, wie das Verbot, sich tagsüber in das Bett zu legen. Insbesondere junge Menschen sollen durch den Livestream im Internet erreicht werden. Das ist alles sehr wichtig, um zu verstehen, wie eine Diktatur die Menschen klein machen kann und wie das Ministerium für Staatssicherheit hier auf sehr subtile Weise die Persönlichkeiten vieler Tausender gebrochen hat. Und ich bin mir doch sehr sicher, es ist ein Experiment, aber ich bin mir doch sehr sicher, dass genau diese Botschaft herüberkommen wird und es nicht ein Voyeurismus sein wird. Der Westberliner Karl Wolfgang Holzapfel wurde vor 43 Jahren von der Bundesrepublik freigekauft. Er war im Oktober 1965 nach einer Demonstration für die Freilassung von politischen DDR-Gefangenen verhaftet worden. Das Urteil lautete 8 Jahre Zuchthaus. 13 Monate saß Holzapfel ab, 9 davon in Einzelhaft in Hohenschönhausen.